Artikelnummer SCP-094. Objektklasse Keter. Sonderverwahrungsverfahren. Da SCP-094 sich allem Anschein nach nicht bewegen lässt, wurde um seinen Standort herum an der Position 40 südlicher Breite, 60 westlicher Breite unter dem Deckmantel einer argentinischen militärischen Forschungseinrichtung eine Forschungs- und Eindämmungseinrichtung errichtet. Unbefugte Personen und Flugzeuge müssen einen Mindestabstand von 1 Kilometer zur Anlage einhalten. Diese Direktive wird gemeinsam von der SCP Foundation und dem argentinischen Militär durchgesetzt. SCP-094 selbst ist in einem gasdurchlässigen, stahlverstärktem Plexiglaswürfel eingeschlossen. Dessen Kantenlänge beträgt 3 Meter und er besitzt eine ebenfalls aus verstärktem Plexiglas bestehende Tür auf einer Seite. Diese Tür muss zu allen Zeiten verriegelt sein und darf nur mit O5-Berechtigung und unter streng kontrollierten Bedingungen geöffnet werden. Dieser Würfel befindet sich in der Mitte eines 20x20 Meter großen Raums, der mit Level 4-Berechtigung zugänglich ist. Alle Mitarbeiter müssen sich, bevor sie den Boden des Raums betreten, mit den an den Wänden verankerten Leinen sichern. Das Sicherheitspersonal ist zusätzlich zur Standardbewaffnung mit Beruhigungswaffen auszustatten. Beschreibung: Bei SCP-094 scheint es sich um eine vollkommen schwarze Kugel mit einem Durchmesser von 163 cm zu handeln, die ca. 3 Meter über dem Boden schwebt. SCP-094 wurde als ein Miniaturereignishorizont eingestuft. Jede Materie, die sich in SCP-094 bewegt, einschließlich Licht, bleibt unwiederbringlich verloren. Bei SCP-094 handelt es sich jedoch nicht um ein schwarzes Loch, da es keine Anziehungskraft ausübt. Es ist bekannt, dass SCP-094 gelegentlich eine Reihe von verschiedenen Geräuschen abgibt, darunter Umgebungsgeräusche der Natur, statisches Brummen und manchmal menschliche Sprache. Bisher sind noch keine Kommunikationsversuche mit SCP-094 gelungen. Es ist nicht bekannt, ob diese Geräusche von SCP-094 selbst, von irgendeinem Ding oder Dingen innerhalb von SCP-094 oder von irgendeinem Bereich kommen, mit dem der Standort durch SCP-094 verbunden ist. Ein kleiner Prozentsatz von Personen scheint sich wegen der Geräusche, die es aussendet, zu SCP-094 hingezogen zu fühlen. SCP-094 wurde 1920 in der südargentinischen Provinz Chubut entdeckt und hatte damals einen Durchmesser von 20 bis 25 cm. Die Analyse historischer Aufzeichnungen zeigt, dass sich der Durchmesser von SCP-094 etwa alle 31 Jahre verdoppelt. Die primäre Forschung an SCP-094 konzentriert sich darauf, herauszufinden, wie das Wachstum gestoppt oder umgekehrt werden kann, ohne eine katastrophale Destabilisierung zu verursachen. Anhang: Die Hand von SCP-1032 mit der Bezeichnung SCP-1032-15 wird ihr sogenanntes Mitternachtsereignis am 4. September 2690 erreichen, was dem ungefähren Datum entspricht, an dem SCP-094 nach Prognosen die Erde vollständig umschließen wird. Hinweis: Ein paar Millimeter im Monat mögen nicht viel erscheinen und nein, im Moment kann man nicht sehen, wie sich SCP-094 von Tag zu Tag ändert. Aber wenn es sein exponentielles Wachstum fortsetzt, wird es in weniger als 250 Jahren 1 Kilometer breit sein, auch vertikal. Und das unter der Annahme, dass es nicht noch schneller wächst, was eine Annahme ist, die fast niemand hier macht. Dr. Llewellyn Garcia.